Ja, hallo, hier ist der Robotologe André Brune. Und zwar bin ich im Gleiscafé, aber auch am Heimatmuseum von Wanne-Eickel. Das ist hier so im Hintergrund. Heute ist Montag, ist nämlich zu. Das hat seinen Vorteil, dass ich hier ganz in Ruhe mal filmen kann. Hier seht ihr eine Tafel, und zwar von dem Kiosk da. Ne? So, und jetzt erzähle ich euch heute das Wort Bude. Das ist übrigens auch im Podcast, weil ich habe nämlich eine Bude besucht. Was eigentlich ja eine Trinkhalle ist, aber auch ich erzähle jetzt noch kurz, so ich hoffe, dass das so 10 Minuten ist, dann habt ihr ein bisschen mehr Input, ne? Also Put-Put. Input ist ja was Englisches, sagen wir mal jetzt nicht, ne? Sondern ihr wisst ein bisschen mehr Bescheid, ne? Hier, das ist ein echtes Stück Ruhrgebiet-Geschichte, ne? Leider ist das ja jetzt zu da, wie gesagt, die Jalousien sind unten, oder Rouladen, wie wir ja auch sagen, obwohl das eigentlich ein Topf kommt, ne? So, das ist die Fortuna-Bude. Und die Fortuna Bude ist eine der ältesten Trinkhallen des Reviers, wenn nicht sogar die älteste. Sie wurde um 1905 im Auftrag des Gelsenkirchener Mineralwasserfabrikanten Franz Erlemeyer gebaut. In ihrer Gestaltung weist sie Elemente des Jugendstils und durch die übertragenen Dachsparren auch einen Hauch von Exotik. Ja? Die auf den Spitzgiebel thronende Messingfigur der Fortuna winkt den geplagten Malochern entgegen und verspricht mit Füllhorn und gefüllten Obstteller Glück, Reichtum, Überfluss jahrzehntelang, wurde sie markante Dachfigur auch Germania genannt. Jawohl. Und entstanden sind die Seltersbuden, steht jetzt hier, in der Hochphase der Industrialisierung, erinnerten mit ihrer kunstvollen Gestaltung an die schmucken Gartenpavillons. Komme ich gleich zu, Leute, Gartenpavillon. Der traditionsreichen Kurort. Also wenn ihr so guckt, sieht das ja wirklich wie ein Kurort aus da. So. Als Vertriebsgeschäfte für den Verkauf von Mineralwasser sollten sie der Eindämmung des Alkoholkonsums unter den Arbeitern und der Hebung der Volksgesundheit dienen. Zechenbesitzer, Fabrikanten und Stadtväter stellten bereitwillig kleine Parzellen für die Kurorte des kleinen Mannes zur Verfügung. So. Nach dem Ersten Weltkrieg waren Trinkhallenkonzessionen für viele Witwen, Arbeits- und Kriegsversehrte häufig die letzte Möglichkeit, die Familie über Wasser zu halten. Leider ja. So ist das. Ursprünglich stand die Fortuna-Bude übrigens am Eingang des Stadtgartens in Gelsenkirchen und brachte dem damaligen Besitzer, dem Süßwarenfabrikanten Wilhelm Michels, nach eigenen Aussagen sehr viel Geld ein. 1923 versetzte er die Bude an die Gelsenkirchener Straße in das Amt Wanne. 1929 übernahm Maria Sobczak mit ihrem Mann, dem Berginvaliden Johannes Sobczak, den Betrieb. Nach und nach erweiterten sie das Warenangebot um kleine Speisen und Süßigkeiten, Zeitungen, Zeitschriften, alkoholische Getränke und Tabakwaren. Also kannst du sagen, so, ne, der Ursprung vom heutigen. Auf Initiative von Rudolf Zinius wurde der außergewöhnliche Schmuckstück 1971 von der Stadt Wanne-Eickel für 1800 Mark, das waren noch Gelder, ne, erworben, auf dem Hof des Heimatmuseums umgesetzt. Die Restaurierung wurde von Freunden des Emscher Talsmuseums, der Mondritterschaft Wanne-Eickel, der Funke Mediengruppe und der Bedachungsgruppe Geschäft Diekmann unterstützt. Das habe ich jetzt extra vorgelesen, weil ich denke mal, was soll ich das jetzt groß erzählen? Das habt ihr jetzt in 3, 3,5 Minuten erfahren. Und ich bespreche ja hier, guck mal, das ist die Straße. Eine Bude, ne? Michael Göbel hat ja auch ein Gedicht geschrieben, habe ich ja vertont, könnt ihr euch ja auch nochmal anhören. Und ich habe hier ein bisschen was drapiert. Die Pulle Bier, Ruhrpott, ne? Ein Stillleben in sich. Ja, da oben hing übrigens Techtmeier auch als Zeitschrift. Und jetzt könnt ihr noch mal genauer gucken, die Malocherin, also ich meine die Germania, da könnt ihr die sehen. Ja. Mal ohne mich im Bild. Ne? So, und jetzt komme ich hier zum Thema Bude. Ihr müsst ja euch den Podcast anhören, da erzähle ich auch schon was. Und ich habe auch dran gedacht, dass ich was vergessen habe. Weil die Bude ist ja auch was ganz Besonderes. Ich gucke mal, dass ich das hier ein bisschen anders hinkriege. So. Heute kriegst du ja sowas auch, ne? Robot-Sushi, Mettbrötchen. Übrigens, die Kappe ist gesponsert von Heimatliebe Ruhrgebiet. Das habe ich mir bei Heimatliebe Ruhrgebiet selbst gesponsert. War letztens da. Musste ich mal wieder Geld ausgeben. So ist das. Jetzt komme ich mal hier zur Bude. Und zwar, ich muss ja mir Spickzettel machen, weil da ist ja so viel, was man immer so wissen sollte. Also, da hat ja dann gestanden, während der Industrialisierungsphase entstanden. Wichtig ist zu wissen, dass so die Kurorte ja entsprechende Wandelhallen hatten. Das waren die Trinkhallen. Ja? Und anhand dessen hat man also auch hier, nicht nur im Ruhrgebiet, in großen Städten,
Jetzt musst du bedenken, die Wasserversorgung war ja unter aller Kanone damals. Ne? Da war ja jetzt nicht hier so wie hier mal eben die Straße aufreißen und dann ein Rohr verlegen. Das gab es ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Das heißt, die Leute mussten raus zur Wasserpumpe und haben gepumpt und mussten das noch abkochen, weil wer weiß, ob das nicht, ne? Da sind ja Leute an Cholera gestorben, die Ruhr, ne? Bei Überschwemmungen auch, ist entstanden. Also sind so Dinge, die man wissen sollte. Ne? Und so sind halt die Trinkhallen entstanden, beziehungsweise Seltersbuden, also wo man Mineralwasser, Trinkwasser kaufen konnte. Ne? So, und jetzt haben wir die Bude. Moment. Ah, jetzt fällt mir das auch noch runter. Ja, ist ein bisschen windig heute. So, die Bude. Also, Trinkhalle, wie das entstanden ist, wisst ihr jetzt. Um 1870 sind die ersten Trinkhallen entstanden. So in dem Stil höchstwahrscheinlich Trinkhallen, aber auch Kioske. Eigentlich kann man das hier Kiosk nennen, weil das ist ein alleinstehendes Merkmal. Ne? Wenn die irgendwo alleine gestanden haben, dann haben die das Wort aus dem Französischen, was ursprünglich aus dem Spanischen und Italienischen, aber ganz ursprünglich, haltet euch fest, aus dem Türkischen kommt, also aus dem Osmanischen. Also die Mauren haben, so ich sag mal, Mittelalter das Wort für Gartenpavillon benutzt, deswegen stand da Gartenpavillonartig, für Kiosk. Das heißt Köschk, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Köschk. Und das ging dann über Frankreich als Kiosk mit Q-U-E rüber nach Deutschland und wir haben das dann einfach nur abgekürzt ohne Q-U-E, Kiosk. Ne? Bin letztens an der Kneipe vorbeigegangen in Blankenstein, Hatting, da war ja dieses 700-Jahre-Fest, ne? Haben sie ja nachgeholt da an einem einzigen Tag, hätten sie auch ganze Wochenende ruhig mal machen können. Aber dann kam ich an einer Kneipe vorbei und der hat das Kiosk genannt. Nein, dürfte er gar nicht, weil Kiosk ist nämlich ein alleinstehendes Gebäude. So, also es gibt ja in Stadtteilen, also in Bottrop gab es jetzt hier Pferdemarkt. Da gab es eine altehrwürdige, so ähnliche Trinkhalle, beziehungsweise Kioskstelle. Ne? Die ist allerdings wirklich, glaube ich, zerstört worden, wenn ich mich entsinne. Und in vielen Stadtteilen, überall im Ruhrgebiet, sind solche kleinen in den Stadtteilen, so am Busbahnhof, die Buber gestanden haben. Da gab es die alleinstehenden Kioske. Aber ich sag mal so, um die Jahrhundertwende sind die Buden entstanden. Und jetzt kommt's, woher stammt Bude? Die Bude ist ein mittelalterliches Wort und stammt aus dem Mittelhochdeutschen für Buode. Buode hieß so Bretterverschlag. Ne? Also es waren so kleine Häuschen, kleine Wohnungen, die ziemlich kaputt waren und so. Die hat man dann auch Bude genannt, aber da komme ich auch noch später noch zu. Mein Gott, das wird jetzt doch ein bisschen länger als ich dachte. Also, ich lese euch das jetzt ab. Also, richtig übersetzt ist das hier Hütte, Haus, kleine Wohnung. Ja? Das sind Gebäude in verschiedenster Art und aus dem Wort von Bof, B-O-W-W, wahrscheinlich Bof, ne? Für Bauen. Und zwar das Ursprungswort Bof. Und das hat sich dann im Mittelhochdeutschen als Buode, B-U-O-D-E, durchgesetzt. Und im Mittelalter gab es dann so Marktstände, die so aus Holz gebaut wurden, auf den kleinen Dörfern und Städten, ne, also auf den entsprechenden, in den Städten. Ne, und die hatte man dann Bode genannt. Ja, Bretterverschlag vielleicht, weil die gebaut werden mussten mit Holz, deswegen Buode. Ja, da wisst ihr schon mal Bescheid. Ne, da gab es noch keine Trinkhalle, noch kein Kiosk. Das ist alles später entstanden. Und im Ruhrpott ist das ja verschmolzen. Komme ich gleich zu. Das Wort ist ja nicht aus dem Ruhrpott, ne? Also Mittelhochdeutsch. Im Schwedischen heißt das noch Boot, also B-O-D geschrieben. Ne? Und da sagt man das auch immer noch für heute kleine Wohnung. Und im Altnordischen ist die Boot eine Wohnung oder eben ein Laden. Im Mittelalter, wenn du den Verschlag jetzt nochmal, die Bretterbude für den Marktstand siehst, dann haben die dahinter, weil die Städte ja größer wurden, mehr Leute kamen, da haben die dann natürlich dann auch eine Wohnung angebaut. Und das hieß dann auch Bude. Ne? Dann hat man dann in der Wohnung, hat man dann einen Verkaufsstand gehabt und man hatte eben da auch gewohnt. Und das ist ja bis heute so, wenn du eine Bude siehst, also sowas, was hier im Hintergrund ist und dahinter wäre eine Wohnung, dann wäre das eine Bude. Du musst da in der Trinkhalle wohnen, dann ist das eine richtige Bude. Und da kennst du ja auch noch die ein oder andere Bude. Wenn du da hingehst und da ist so ein kleines Fensterchen und du musst klingeln, dahinter ist meistens
noch jemand, der da wohnt und der mal eben vom Fernsehgucken weggerufen wird. Ne? So ein Scheiß, wenn du jetzt hier Sturm der Liebe guckst, da hast du dann Probleme. Ne? Dafür musst du dann entweder in der Mediathek, wenn du hast, abrufen, ne? Sonst verpasst du die wichtigsten Minuten, weil da immer so ein Blödmann dann schellt. Das ist dann das Klingelbütchen übrigens, hat man hier so genannt. Aber man sagt ja hier im Ruhrpott auch Klümpkesbude. Mhm. So, im Podcast habe ich das noch ein bisschen anders erklärt, aber alles hier von meinen Notizen. Übrigens aus Wikipedia und den anderen Quellenangaben, die könnt ihr dann auf meinem Blog www.ruhrpottologe.de nachlesen, wenn ihr die Quellenangaben möchtet. Ne? Das ist jetzt in Zukunft immer so, weil der Blog ist ja erst seit 3 Wochen. So, zurück hier zur Bude. Im Englischen heißt das immer noch Booth, B-O-O-T-H, also Booth. Ne? Und da sagen die Marktbude, Telefonzelle oder sogar hier, ne, wir haben ja Wahlkabine. Mhm. Genau. Und im Litauischen heißt das auch Butas für Hütte oder Haus. Genau. Also hat sich auch immer noch in einigen Sprachsegmenten erhalten. So, da habe ich das vom 12. Jahrhundert, habe ich ja schon erzählt, ne, die Britta-Geschichte hier zusammengebaut. Im Norden allerdings gab es da auch die Buden für die Fischer. Also die armen Fischer hatten Buden und das konnte man dann unterscheiden von den tollen Giebelhäusern, die sich dann die Verkäufer wahrscheinlich leisten konnten. Der Fischer hat ja kaum Kohle gekriegt, ne, für seinen Fisch, aber der das verkauft hat, hat das für 500% mehr verkauft und der konnte sich dann so ein Giebelhaus leisten. Plus Kolonialwarenladen. Ne? Der hatte dann nicht eine Trinkhalle und keine Seltersbude, der hatte auch keine Bude an sich. Der hatte dann, nicht so was, der hatte dann so einen riesen Verkaufsstand. Ne? Also so eine, im Haus wahrscheinlich, ja. Wer weiß, eine Villa oder was auch immer. So. Da haben dann die Buden, die hießen dann im Bremischen sogar Butze. Und wenn du nochmal dahin fährst, achte mal drauf, das ist jetzt eigentlich eine abfällige Aussage für kleines altes Haus. Ne? Kennst du ja Biber Butze? Sag mir irgendwas. Ist ein anderes Thema. Wir wollen hier nicht auf die norddeutsche Geschichte eingehen, sondern wir gehen jetzt hier drauf zu. Ne? Und wenn du Budde noch am Ende eines Ortsnamen weißt, ne? Fahr mal nach oben in den Norden und dann, wenn da hinten dran steht Budde, dann weißt du Bescheid. Dann waren bestimmt alles nur Verkaufsstände, die da waren. Oder Fischerhäuser, also Fischerbuden. Und dann ist Budde entstanden. Also ursprüngliche Holzverschlagsdörfer, würde ich mal so sagen. Ne? Buddha, Entschuldigung, Buddha, geht auf Bude zurück. Jetzt sage ich schon Bude. Auf Buddha muss er achten. Ne? Aber wenn er auf Bude steht, weiß auch Bescheid. Und das waren wahrscheinlich früher alles die armen Viertel, ne? Um die Großstädte herum. Vielleicht so slumartig. Ne? In Hamburg übrigens waren Wohnungen mit eigenem Eingang im Erdgeschoss auch Bude genannt worden. Deswegen sage ich ja hier Bude, kioskartig, ne? Mit Wohnung hinten drin. Die haben einen eigenen Eingang gehabt. Und ab dem 18. Jahrhundert hat man das auch für die Studentenbude genannt. Ne? Hier, Studentenbude, Studentenwohnung. Ab dem 18. war da möbliert. Ne? Die möblierte Studentenwohnung, Bude. Ab dem 19. Jahrhundert wurden die entsprechend Schulgebäude, Kasernen, aber auch die Stube und Klassenzimmer. Wurde auch Bude genannt. Jo. Und umgangssprachlich waren dann die billigen Wohnungen oder Geschäfte auch Buden. Also Bude sagte man irgendwie für alles. Ne? Und ist also, wie gesagt, kein Ruhrpott-Wort. Aber die Bude gehört zum Ruhrpott wie, weiß ich nicht, wie die Brauerei zu jedem, zu München. So, die Brauereien zu München. Weil die haben ja nicht lange, in München war übrigens, haben die wenigsten, sind über 70 geworden, weil die sich alle kaputt gesoffen haben vor 100 Jahren. Ne, müsst ihr mal Oktoberfest 1900 gucken, dann wisst ihr Bescheid. So, ab den 1920er Jahren gab es die Kesse Bude. Das war eine Kneipe, eher ein Etablissement für Lesben. Habe ich so rausgefunden da in den Nachforschungen. Ob das für die homosexuellen Männchen auch war, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall war das für die Frauen. Die Kessebude. Und ab den 1950er Jahren wisst ihr ja Bescheid, irgendwie habt ihr das ja auch oft genug schon im Fußball gehört, da wurden die Tore mit Drahtgeflecht gemacht. Und da hat dann irgendein Journalist gesagt, haut dem mal die Bude voll. So, das Tor ist also auch Bude. Ne? So. Und die Studenten haben auch
Budenknochen zum Zimmergenossen genannt. Warum auch immer, wahrscheinlich, weil er zu lange auf der faulen Haut gelegen hat, dann hast du nur noch Knochen gesehen. Und es gab ja das Budenkonzert. Ne? Also wenn da richtig Rambazamba in der Bude war, ja, man weiß Bescheid. Budenzauber gilt übrigens auch für die heimliche Party. Also wenn die Eltern mal zu Hause nicht waren, dann hat man eben den Budenzauber gemacht. Aber auch für Trommelfeuer im Zweiten Weltkrieg haut man die Bude voll beim Russen. Ne? Also dann hieß das Budenzauber. Ja. Und dann gibt es natürlich die Aussagen noch. Mit vielen Personen zu Besuch kommen, heißt die Bude einrennen. Ein nicht gern gesehener Gast heißt auf die Bude gerückt sein. Ne? Mhm. So, und im Pott, habe ich ja schon erwähnt, gibt es die Klümkesbude. Also für Bonbon-Kiosk. Kann man so sagen. Ne? Und hat man irgendwann schlicht Bude genannt, ist so verschmolzen. Aber auch die Klingelbude, ne, wenn er daran klingeln muss. Also wenn eine Wohnung drin ist, dann hast du ja geklingelt, ne, zack. So, dann kam der aus der Bude, also aus seiner Wohnung heraus und hat dann bedient und sich dann gleichzeitig auch geärgert. Deswegen war das immer so ein grimmiges Gesicht, wenn er dann wegen zwei scheiß Klümpkes in Glas greifen musste und hat dann Sturm der Liebe verpasst. Wegen ihm so ein Blach da, ne. Ja, aber so war das nun mal und ist das bis heute noch so. Ist, ne? Zumindest da, wo die noch nicht geschlossen wurden. So. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also es ist ja schon, ihr habt es ja schon gehört, erst, vor dem Ersten Weltkrieg in der Industrialisierung, man wollte den Alkoholkonsum ein bisschen einstellen, hat man eben diese Kioske, Gartenpavillonartigen Trinkhallen aufgebaut, damit die Leute mehr Wasser trinken, hat aber wahrscheinlich nicht funktioniert. Und dann hat man eben auch Klümpkes verkauft. Oder was auch immer. Ne? So, und nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann jede Menge Trümmerhaufen und dann hat man zwischen den kaputten Häusern hat man einfach ja, Buden aufgebaut. Entweder mit Bretterverschlag oder mit aus Steinen, mal eben aus den Resten der Ruinen. Und dann haben die Sachen verkauft. Ja, so ab den 1950er Jahren kannst du sagen, eigentlich erst. Ne? Vorher war ja jeder Schmuggel und so. Ne? Das ist ja noch ein anderes Thema. Ja, und dann gibt es dann noch hier historisch gesehen, fällt die Bude auf dem Kopf, hält man es nicht mehr in der Wohnung aus, hast du in der Pandemie wahrscheinlich oft genug gehabt, ne? Oder die Bude einrennen, das heißt das gleiche Anliegen wie gerade schon. Ne? Ich muss ein bisschen schneller reden hier, weil die Kinder hier so laut sind. Und dann möchte ich ja, dass ihr das ja nicht versteht. Ich will das ja hier vor Ort machen. So, und auf die Bude rücken ist ja dann auch, wenn du etwas bereinigen willst hier. Ne? Also wenn du ein schlechtes Gespräch hast. Ich komme im Moment mit meinem Nachbarn nicht klar, der hat ein Problem mit mir. Ich mit ihm, aber ist ja egal. Aber er will nicht mit mir reden. Ich würde ihn ja auf die Bude rücken, aber das funktioniert eh nicht. Das ist halt ein Bollerkopf. Kannst du nichts machen. So, nur mal als Beispiel. Ne? Leben in die Bude bringen, das ist hier DJ. Ne? Wenn du mal hier so einen DJ brauchst für die Hochzeit, dann bringt der Leben in die Bude. Sonst ist das doch langweilig, wenn die Hochzeit da kein DJ hat. Ne? Es sei denn, die Mucke ist gut. So, das war's von mir hier zum Thema. Ah, die sturmfreie Bude hätte ich jetzt noch bald vergessen. Sturmfreie Bude aus dem Mittelalter ist der Ausdruck. Das heißt, wenn eine Bude sturmfrei war, konnte sie nicht vom gegnerischen Heer gestürmt werden, weil die einfach so ein Bollwerk war, also gar nicht möglich, die zu bestürmen. Deswegen sturmfrei. Der Ausdruck hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ne? Also wenn ich jetzt Strohwitwer bin, so meine Frau, ich sag mal, mit dem Flieger zu den Schwiegereltern geflogen ist, ich habe jetzt sturmfreie Bude, ne? Also könnt alle kommen, wir machen Budenzauber. Ja, dann heißt das sturmfrei und du kannst kommen. Nämlich genau das Gegenteil. So sieht das aus. So, hier wird jetzt Fußball gespielt. Das war's von mir. Ach ja, und dem Butzemann von früher. Ihr habt ja die Butze gehört von Bremen. Da gibt es noch als Kinderabschreckfigur so Dämonen, Gespenster, Kobolde, Zwerge. Die nannte man allgemein Butzemann. Warum auch immer. Ne, die geschnitzten Holzfiguren und Masken, die kennt er ja aus der Schweiz, aus Süddeutschland, auch in Norddeutschland. Und da wird das ja eben auch hauptsächlich gesagt. Im skandinavischen Raum auch. Der Butzemann. Das ist dann so ein ganz böser. Ne? Mhm. Ja. Wir kennen den irgendwie auch, aber hier ist das nicht so traditionell. Ne, wir ziehen uns ein bisschen vernünftig an. Da. Und das war jetzt vom Rohpott Sushi. Ich wünsche euch viel Spaß gehabt zu haben. Ich war ein bisschen schnell, weil ihr hörtet ja jetzt, ne? Wird jetzt Fußball gespielt. Und war leider eine Unterbrechung videotechnischer Art. Muss ich jetzt so zusammenfriemeln. Nützt alles nichts.
Also Video sollte hier stattfinden. Ich wünsche euch jetzt ein Glück auf und kommt hier hin. Auf jeden Fall nicht nur, wenn das Kiosk offen ist. Montags ist das hier zu, weil das gehört ja hier zum Heimatmuseum. Kostenloser Eintritt. Und dann besucht ihr hier mal das Freilichtmuseum mit den ganzen Blocks. Und da könnt ihr auch mit den Kindern hier hin, weil die spielen hier nicht nur Fußball, die freuen sich auch darum zu klettern. Und da könnt ihr dann Gleiskaffee auch futtern. Ne? Nicht nur Pommes Currywurst. Ne? Gibt auch Getränke und Waffeln. Und beim Hotte, dem Inhaber, mache ich ja auch noch einen Podcast. Seid gespannt. Und ich wünsche euch jetzt ein Glück auf. Lasst euch gut gehen und geht mal wieder an eine Klümpkesbude. Der muss ja auch mal überleben. Nicht nur immer im Edeka oder Rewe einkaufen. Ne? Nur mal so als Beispiel. Die Tüten kannst du in eine größere Auswahl holen. Alles Gute und bis demnächst, euer Robotologe Andi Brune. Tschö. Also nur einen kleinen Nachtrag. Ne? Hier auf jeden Fall Heimatmuseum Wanne-Eickel mal besuchen. Lohnt sich. Ich muss da auch noch rein. Aber ist ja heute zu. Das soll nochmal ein Nachtrag sein. Ganz wichtig. Und dann könnt ihr euch den Kiosk hier auch angucken. Ey. Viel Spaß dabei.